Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OmniBus 2, den Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute wieder auf der Karte Alheim Launsbach Updated und wir werden heute hier Linie 30 befahren. Und zwar zusammen hier mit dem Mercedes-Benz C2 Dreitürer aus dem Jahr 2017, hier aus dem Add-on Hamburger Buspaket. Ja, und wir fahren heute hier, wie gesagt, Linie 30 in der passenden AVG-Mobillackierung auch. Und das Repaint habe ich vor kurzem in der OmniBus entdeckt und ich dachte mir, das passt doch eigentlich ganz gut hier auf die Karte bzw. Linie, die wir heute fahren, und auch der Bus. Und den sind wir auch schon tatsächlich eine längere Zeit nicht mehr in den Videos gefahren, diesen Bus hier. Und deshalb dachte ich mir auch, komm, fahren wir mal mit diesem Bus hier. Und genau, das werden wir heute machen. Ich würde sagen, wir machen schon mal soweit alles startklar, machen mal die Elektrik an und den Motor gleich mit an. So. Ja, und dann stellen wir mal soweit alles hier ein. Wir melden uns erstmal an mit der Fahrer-PIN. Das ist ja hier die 1506 und genau, die Dienstnummer noch bestätigen, dann noch ein Probedruck und dann hier die 3001 ist unsere Umlaufnummer und Abfahrt haben wir dann 31 Minuten, da werden wir aber gleich noch vorspulen. Ja und genau, wir starten hier am Weiler See und werden nachher in Heidemitte enden. Ist auf jeden Fall eine kleinere Tour, wie man auch schon hier am Fahrplan erkennen kann, aber ich denke, es wird eine kleine, aber feine Tour auf jeden Fall werden. So, wir schauen erstmal, wie wir das hier mit der Klimaanlage soweit regeln, weil es nämlich wirklich sehr warm ist. Ich habe auch im Omsi mal den Sommer eingestellt. Außentemperatur hier aktuell 26 Grad, wobei das eigentlich noch sehr harmlos ist, sage ich jetzt mal. Weil bei mir waren es jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen zum Teil bis 36 Grad warm geworden. Aber ich denke mal, mit den 26 Grad hier im Spiel sind wir eigentlich ganz gut bedient. Und genau. So, wir stellen uns noch so ein bisschen hier das Dashboard ein. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Wir fahren mal zur Standhaltestelle vor. So, hier ist ja standardmäßig unser Spawnpunkt hier auf diesem Parkplatz von der Linie 30, beziehungsweise müsste auch von der Linie SP05 sein, die hier startet. Das ist ja die ganz lange Linie. Geht, glaube ich, um die 2 Stunden, wenn ich richtig informiert bin. Die müssen dann auch hier auf dem Parkplatz starten mit dem Spawnpunkt. So, hier steht auch, glaube ich, schon die SP05. Genau. Da steht schon der Kollege, der hat auf jeden Fall noch was vor sich heute. So, und wir spulen dann gleich mal vor auf unsere Abfahrtszeit. So, um 13.21 Uhr geht's los. Wir spulen vor auf 13.20 Uhr, würde ich sagen. Und 40 Sekunden müsste eigentlich soweit passen. So. Und da kommen auch schon die ersten Fahrgäste. Hallo. Hallo. Also Klimaanlage müsste funktionieren, meines Wissens nach. Ich denke mal, das ist für die Fahrgäste auch sehr vorteilhaft heute. Ja, wir fahren übrigens heute auch nochmal mit Soundmod und zwar von Perotinus. Ja, und Link zum Repaint werdet ihr nachher auch in der Videobeschreibung finden. Also wirklich sehr schönes Repaint. Passt wunderbar hier auf die Linie. Ist ja eine AVG-Linie, soweit ich weiß, oder? Okay, steht jetzt gar nicht dabei. Aber ich glaube, es ist eine AVG-Linie. Aber es werden auch noch andere Repaints mitgeliefert. Also auch noch für die Stadtwerke Laurensbach wird noch ein Repaint mitgeliefert. Hier für das Hamburger Buspaket, auch für die Gelenkvarianten, soweit ich weiß. Und auch noch ein DB Rheinland-Bus-Repaint. Weiler Stadt, Mittelstraße. Ich glaube, es war ein DB Rheinland-Bus, was ja auch hier die SP05 bedient. War ja, glaube ich, DB Rheinland-Bus, oder? Genau, hier haben wir auch den Kollegen im passenden Repaint. Und es gibt dann noch ein Repaint von Andresen, so heißt der, glaube ich. Das ist ja irgendwie hier ein Subunternehmer. Und genau, ist auf jeden Fall sehr viel an Auswahl vorhanden. So, machen wir noch ein bisschen hier von diese Klappen auf für frische Umluft. So, Ansagen funktionieren ja auch hier bei dem Bus, das ist wunderbar. Ja, wie gesagt, es wird auf jeden Fall heute eine kleine, aber feine Folge, Omsi-Folge hier werden, weil wie gesagt hier die Linie etwas kürzer ist. Die Linie sind wir ja tatsächlich auch schon mal gefahren und zwar war das ja die Gegenrichtung gewesen. Da waren wir damals mit dem, ja damals, ne, kann man schon sagen, ist schon einige Folgen auf jeden Fall her,
Da waren wir mit dem O530 aus dem Citaro-Pack von Morphe in der Version 5 unterwegs gewesen. Da haben wir das hier getestet. Ist auch schon wieder eine Zeit lang her. So, und ich hoffe mal, dass soweit alles mit auch mit der Kollisionsbox hier von dem Bus passt, weil, wie ihr da wahrscheinlich auch bekanntlicherweise wisst, gibt es da manchmal so ein paar Problemchen. Je nachdem, auf welcher Karte man da ist. Dass da irgendwie manchmal so unsichtbare Kollisionen mit dem Bus gibt, warum auch immer, hängt glaube ich irgendwie auch mit den... Will die nicht mit? Okay. Aber mit dem Kollege mit. Ja, der fährt aber gerade hier ein bisschen, der Baum umgefahren, ne, oder reingefahren, je nachdem. Naja, wird schon so stimmen, sag mal einfach mal. Unsere KI weiß schon, was sie macht. Weilerstadt, Hartkopfbrücke. Ich glaube, es hängt bei dem Bus so ein bisschen zusammen, je nachdem wie halt, ja auch die Abstände von den Bordsteinen etc. ist, weil es mir nämlich mal aufgefallen, auf Bremen Nord zum Beispiel bin ich mal mit dem C2 LE was glaube ich gewesen, ist ja auch ja sozusagen derselbe Bus wie hier, ist ja auch vom selben Entwickler und da hatte ich auch massive Kollisionsprobleme mal gehabt und deshalb muss man da mal so ein bisschen aufpassen, je nachdem welche Map man da fährt, weil da immer ein bisschen ja die Kollisionsbox so ein bisschen unterschiedlich ist. Und jetzt haben wir aber ganz schön viel, ein bisschen gerade in den letzten Sätzen gehabt. Okay. So, wir haben auch schon hier unseren ersten Haltewunsch an der Tür 2. Können wir hier schön die Türfreigabe reinmachen. So, mich wundert wohl gerade, warum hier der Kurt Sauer nicht einsteigen will und eben auch schon keiner. Aktuell haben wir ja... Ja, null Fahrgäste jetzt. Ah ne, einen haben wir noch, okay. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen vorspulen. Ist der Kollege weg? Ja, ist er weg. Also der will wohl nicht mit. Dann hat er Pech gehabt. So, und dann fahren wir mal hier über die Hartkopfbrücke. Weilerstadt. Business Park West. Das hier sieht aber auch sehr schön aus mit diesen Booten. Ich habe vorhin sogar, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich da drüben hier auf diesem See auch einen Alsterdampfer gesehen, ne, von Hamburg Tag und Nacht. Von der Karte. Das Add-on wird ja auch benötigt für die Karte und da wurden die auch eingesetzt. Die fahren dann auch tatsächlich auf der Karte, also hier im Fluss, sind die auch als KI eingesetzt, also fand ich wirklich auch sehr schön. So, hier haben wir noch ein paar Fahrgäste. Könnte ich eigentlich auch mal hier das Autoleading reinmachen. Beziehungsweise Autoleading haben wir ja hier nicht, sondern müssen wir selber manuell bedienen. So. Ja, die Klimaanlage funktioniert auf jeden Fall ja sehr gut hier im Bus. Das ist natürlich auch sehr vorteilhaft. Berghauser Straße. Ja, könnt ihr mal gerne auch in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so aussieht mit den Busunternehmen bzw. auch in den Zügen etc. bei euch, ob die hier soweit alle klimatisiert sind. Also ich denke mal, da ist wirklich jeder Fahrgast sehr zufrieden, wenn es da wirklich funktionierende Klimaanlagen gibt, hier gerade bei dieser Hitze, ne, um die 36, 38 Grad sogar, also wirklich Wahnsinn. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Also ich habe sogar schon gelesen, dass manche Züge bzw. ja vermutlich auch Busse schon unter der Hitze leiden. Ne? Da gehen dann gerne auch die Klimaanlagen kaputt und vor allen Dingen sehr schnell kaputt. Und andere Defekte können da auftreten. Also wirklich richtig Wahnsinn. So, übernächste Haltestelle sind wir tatsächlich auch schon da. Also wirklich eine kleine, aber feine Tour, wie schon vorhin erwähnt.
Eins noch hier so ein bisschen Autobahn. Aber wirklich wieder sehr schön hier mit diesem Bus zu fahren. Gut, Kennzeichen passt jetzt natürlich nicht so, ne, ganz klar. Aber ich glaube, das ist schon so vorgegeben. Da hätte man dann, ich hätte glaube ich in der jeweiligen Busdatei das anpassen müssen. Oder halt vom Repaint aus hätte man das Nummernschild anpassen können. Ich glaube, standardmäßig wird hier immer ein Hamburger Kennzeichen ausgewählt. So, und dann fahren wir mal so ein bisschen Autobahn hier. Jetzt sieht es ja noch ganz frei aus und ist jetzt übrigens auch Urlaubszeit, die jetzt begonnen hat. Ne? Das heißt, hier auf den Autobahnen wird auch wieder sehr viel los sein. Beziehungsweise ist auch schon viel los, ne? Vermute ich mal. Aber natürlich in der Urlaubszeit ist das Ganze natürlich nochmal sehr erhöht mit Staugefahr und so weiter. Ja, und wir fahren heute übrigens auch wieder mit Voltgetriebe. Habt ihr bestimmt schon erkannt, vorne hier an den schwarzen Knöpfen hier, Gangwahltasten. Ja, bei ZF ist es ja in der Mitte. Ich glaube, in der Mitte war es blau und. Nee, oder wie war das gewesen? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr genau. Doch, ich glaube, in der Mitte auf N war es blau gewesen und ansonsten dann so halt dunkelgrau, so schwarzmäßig. Bei ZF die Gangwahltasten. Da konnte ich am Anfang, vor einigen Jahren, konnte ich das noch nicht unterscheiden. Hoppala, oh oh oh. Das war gefährlich. Also habe ich dann auch mit der Zeit dann gelernt, wie hier die Farben hier von den unterschiedlichen Getriebeherstellern sind. Aber es ist ja zum Teil auch so, dass sogar das gar keine Bedeutung mehr richtig hat, ist mir auch mal aufgefallen. Weil bei manchen ist es auch so, bei manchen Bussen. Bei manchen Versionen ist es auch so, dass halt auch. Oh, das war ein bisschen knapp gewesen. Ja, wieder fährt. Dass die Gangwahltasten halt von den Farben vertauscht sind, ne? Aber es trotzdem dann halt zum Beispiel nicht Void ist, sondern halt ZF oder umgekehrt, ne? Habe ich auch schon von gehört. Also je nachdem. So, Loading AI. Ja, übrigens, AI-Liste habe ich mir nochmal, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, habe ich mir nochmal die volle Pulle AI-Liste eingefügt, also wo wirklich alles Mögliche rumfährt. Natürlich auch hier, um besonders viel Abwechslung auf der Karte zu haben. Geht natürlich auch noch ein bisschen zu leider hier von der Performance und auch ein bisschen von den Nachladeruckland von der AI-Liste. Ganz klar, aber trotzdem finde ich, geht es eigentlich noch. Aber da braucht man natürlich dann schon einen leistungsstarken Rechner und natürlich sollte auch der 4 GB Patch installiert sein. Ansonsten würde ich da halt empfehlen, dass man da die standardmäßige AI-Liste mit den Facelifts benutzt. Wird ja auch eine mitgeliefert. So, und da biegen wir einmal hier ab. Noch zur Berghauser Straße und dann kommt auch schon Heidemitte, unsere Endhaltestelle. So, wir haben noch ein bisschen Verfrühung, dann halten wir natürlich hier noch an und warten, falls noch welche mitwollen. So, ich glaube hier der Mercedes-Benz Stern, beziehungsweise auch hier der Citaro-Schriftzug, der müsste eigentlich, soweit ich weiß, hier von dem Repaint sein. Außer es wäre vom Mod, wo ich mir mal eingefügt habe, aber ich glaube, das müsste jetzt tatsächlich von dem Repaint hier sein. Aber wirklich sehr schöner, moderner Bus hier, den wir heute fahren. Und ich denke mal, es ist auch wirklich nochmal eine willkommene Abwechslung hier auf dem Kanal, weil in den letzten Folgen sind wir ja wirklich sehr viel, die V3D-Line-Cities gefahren, beziehungsweise die Busmods, die auf dem V3D-Line-City basieren, ne? Und da dachte ich mir auch dann, heute mal fahren wir nochmal ein bisschen was anderes, um natürlich Abwechslung auf dem Kanal wieder zu bekommen, ganz klar. Und genau, woran man ja auch noch erkennen kann, ob man Void oder ZF-Getriebe hat, je nachdem, wie viele Gänge der Bus hat, ne? 4 Gänge, Automatikgetriebe, dann ist es auf jeden Fall Void und bei 6 Gängen ist es ZF.
So, und dann biegen wir noch einmal hier ab und dann haben wir unser Ziel erreicht. Nur heute auch gar keine parkenden Fahrzeuge hier. Normalerweise parken ja auch immer hier Fahrzeuge. Da muss man meistens immer so ein bisschen, je nachdem welchen Bus man fährt, so ein bisschen über den Bordstein fahren. So, da steht auch schon ein Kollege auf der Linie 27. So, passen wir hier durch. Ja, müsste eigentlich. So. So, ich glaube, da würden wir jetzt theoretisch eigentlich wieder auch die Rücktour fahren, aber das machen wir jetzt nicht. Das macht dann der Kollege, der jetzt hier gleich ausgewechselt wird. Ja, steigt ruhig schon ein, macht ja nichts, ne? Okay, ich dachte schon gerade, ihr wollt jetzt noch hier so ein Ticket kaufen oder so. Das ist manchmal auch noch der Klassiker, ne? Ist man gerade an der Endhaltestelle angekommen. Macht die Türen schnell zu, da kommt noch jemand rein oder mehrere und dann wollen sie noch einen Fahrschein kaufen, kommt von hinten angelaufen. So, dann würde ich sagen, ja, lassen wir die gerade drin hier, die Fahrgäste. Der Kollege wird ja übernehmen jetzt. Und genau, dann war es das für diese kleine, aber feine OMSI-Folge heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und genau, habt auf jeden Fall eine schöne Urlaubszeit, falls ihr jetzt schon Urlaub macht oder halt demnächst macht, ne? Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!